Hallo miteinander. Ich stelle euch heute Openki vor, das Projekt, an dem ich selber arbeite. Ja, das Projekt Openki ist auch eng zusammen mit der Autonomen Schule entstanden und eigentlich aus der gleichen Idee auch, eine freie Bildung zu ermöglichen. Ich werde euch zuerst mal ein kurzes Video abspielen, das wir gemacht haben, um die Idee von der Plattform Openki ein bisschen zu erläutern. Also ich spiele das ab. Ja, Julia ist vielseitig interessiert und lernt gerne Neues. Zum Beispiel hätte sie schon lange Lust, Schweißen zu lernen und sie würde gerne besser Deutsch sprechen können. Julia hat auch Wissen, das sie gerne teilen würde. Zum Beispiel hat sie Elektrotechnik studiert, kann Trompete spielen und kennt sich gut aus in der Buchhaltung. Und das ist Peter. Er kennt sich aus in der Metallbearbeitung und wäre bereit, sein Können zu teilen. Es gibt unzählige Menschen wie Peter und Julia, die gerne von anderen lernen und ihr eigenes Wissen weitergeben möchten. Für ein persönliches Projekt, zum Arbeiten oder weil Lernen einfach Spaß macht. Aber wie finden Sie zusammen? Die Webplattform Openki ermöglicht auf einfache Weise, zu Leuten mit gleichen Interessen Kontakte zu knüpfen und Kenntnisse und Wissen auszutauschen. Und so funktioniert's. Julia will Schweißen lernen. Sie schlägt auf der Plattform einen neuen Kurs vor und beschreibt ihre Idee. Dann definiert sie, was es dafür braucht. Ein geeigneter Ort, eine Person, die anderen Schweißen beibringen möchte und mindestens 5 bis maximal 8 Interessierte, von denen Julia eine ist. Der vorgeschlagene Kurs kann von allen anderen Besucherinnen und Besuchern der Webseite angeschaut werden. Wer sich für den Kurs interessiert, kann sich eintragen, als Teilnehmer, der gerne mitmachen würde, als Mentorin, die anderen etwas beibringen, oder als Gastgeberin, die einen geeigneten Raum zur Verfügung stellen kann. Die Plattform kann auch von Organisationen genutzt werden, die ihre Bildungsangebote und Räume für mehr Leute zugänglich machen wollen. Die Kursinhalte können online diskutiert und angepasst werden. Mit Umfragen werden Bedürfnisse ermittelt und Termine vereinbart. Sind alle Voraussetzungen für den Kurs erfüllt, wird das Internet verlassen. Die Kurse finden nicht online, sondern im realen Leben statt. Openki vernetzt Menschen, indem es ihre Fähigkeiten und Wünsche zusammenbringt. Mach mit! Besuche jetzt die Seite mit der Kursübersicht. Openki ist noch in Entstehung. Sei Teil des Projekts, damit die Plattform möglichst bald genutzt werden kann. Gut. Also, das war jetzt kurz eine Einführung, in was die Idee der Plattform Openki ist. Vielleicht noch zum Hintergrund der Plattform, eben was ich bereits angesprochen habe, dass es mit der Autonomen Schule auch zusammen entstanden ist, eigentlich die Idee. War dort der Beweggrund, eine solche Plattform zu machen, dass es halt gerade in Städten wie Zürich eigentlich viele, also sicher mal viele Leute gibt, die etwas können und viele Leute gibt, die halt auch etwas lernen möchten. Zudem gibt es auch Räume, wie jetzt die ASZ als Beispiel, wo man auch gut Kurse veranstalten kann. Und es ging, oder ja, die Idee war dort vor allem eigentlich auch all diese verschiedenen Angebote und Kompetenzen eigentlich zu verknüpfen und dass man eine Plattform hat, wo einerseits das alles verknüpft wird und man eben Leute finden kann, die moderieren oder die teilnehmen möchten, aber auch Räume finden kann oder Organisationen, mit denen man zusammen etwas machen kann. Und dass gleichzeitig die Seite aber auch ein Werkzeug ist für die Organisation von Kursen. Also dass einem dort eigentlich wirklich alles geboten wird, halt von der Themenfindung bis, ja, bis man halt wirklich konkrete Veranstaltungen organisiert, die dann wieder im Realen stattfinden oder also einfach in der physischen Welt stattfinden sollen. Genau. Ja, jetzt zum Projekt ist noch zu sagen, dass wir an dem Projekt zurzeit alle freiwillig arbeiten.
Und also wir sind dort bisher einfach auf Spendenbasis, haben wir eigentlich das Projekt finanzieren können. Und von daher ist halt auch zu sagen, dass die Arbeit, die wir haben, eigentlich sehr viel ist und wir das halt mit freiwilliger Arbeit bewältigen müssen momentan. Aber es ist gleichzeitig auch so, dass wir durch das Arbeiten, also ich kann vor allem von mir auch sprechen, ich bin vor 2 Jahren dazugekommen und mache hauptsächlich das Webdesign, aber jetzt auch andere Tätigkeiten innerhalb des Projekts, auch ein bisschen mehr Richtung Frontend programmieren. Und also ich habe viel halt auch gelernt erst durch das Arbeiten bei Openki. Und wir haben jetzt auch momentan jemanden, der sich das Programmieren zum Beispiel also vertieft einfach lernen möchte durch die Mitarbeit bei Openki. Also ich glaube, das ist auch ein großer Teil des Projekts, dass wir uns vieles selbst erarbeiten und das dann halt im Projekt umsetzen. Jetzt gibt es seit dem Mai ist eine erste Beta-Version des von Openki online. Und zwar hier. Das ist ein bisschen. Genau. Also wir sind jetzt auf der Startseite der Beta-Version, die bereits läuft. Auf der Beta-Version sind jetzt bereits einige Kurse eingetragen, viele unter anderem auch von der ASTET und von den anderen autonomen Schulen. Ja, genau. Also das, was wir hier sehen, sind jetzt mal die Kurse, die es momentan gibt in der Region Zürich, dort oben rechts. Wenn wir jetzt hier auf einen Kurs gehen, zum Beispiel Programmieren, dann ich habe hier gar kein Internet. Also, das ist jetzt einfach eine Testseite. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf einen Kurs gehen, dann sieht man, ich habe hier den Kurs. Es ist noch zu sagen, eigentlich auf Openki gibt es Kurse und es gibt Veranstaltungen. Und grundsätzlich ist die Idee, dass es zum Beispiel einen Kurs gibt wie Deutschkurs oder Programmieren. Und dann gibt es in diesem Kurs gibt es die Möglichkeit, sich zu finden. Also man kann sagen, ich möchte teilnehmen oder ich kann als Mentor agieren oder ich habe einen Raum oder ich kann einfach mithelfen beim Organisieren. Und man hat die Möglichkeit, hier eine Diskussion auch noch zu führen und ja, einfach den Kurs eigentlich so ein bisschen zu planen. Und aus dem kann man dann Veranstaltungen, also konkrete Treffen organisieren. Diese kann man aber auch organisieren ohne einen Kurs. Also man kann auch einfach eine einmalige Veranstaltung ansagen und das dann auch auf Openki auf dem gleichen Kalender halt integrieren. Genau, also ich kann jetzt hier zum Beispiel, ich bin eingeloggt. Ja, also ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte teilnehmen, dann müsste ich mich jetzt einloggen. Genau, also ich kann jetzt sagen, ich möchte teilnehmen, da kann ich noch irgendeine Nachricht für die anderen und dann bin ich auch auf der Teilnehmerliste. Und dann gibt es eben die Veranstaltung. Dort fehlt es noch eine Beschreibung, das ist eben eine Testveranstaltung. Und ich habe kein Internet, aber sonst wird eigentlich dann noch der Ort wird halt auf der Karte angezeigt. Und all die Veranstaltungen, die auf Openki sind, kann man dann wiederum im gemeinsamen Kalender finden. Genau. Also hier ist eben auch wieder die Idee, dass verschiedene Veranstaltungen von verschiedenen Organisationen, Gruppen, Einzelpersonen im selben Kalender eigentlich erscheinen und man so eine Gesamtübersicht hat, was gibt es an Kursen. Genau.
Und es gibt auch die Möglichkeit, Räume anzutragen. Also wenn wir jetzt hier gibt es zum Beispiel jetzt das SGMK Mechat Lab. Und also man kann auch einen Raum eintragen, bei dem es dann, bei dem man eine kurze Beschreibung reintun kann. Man kann diverse Infos zu Ausstattung des Raumes, also hat es einen Beamer, gibt es Internet, gibt es fließend Wasser, gibt es eine Toilette, also alle wichtigen Dinge, die man wissen muss, für einen, ob man einen Raum für eine Veranstaltung gebrauchen kann oder nicht, kommen dort rein. Und unter diesen Räumen kann man dann auch auswählen, wenn man eine Veranstaltung erstellt. Und dann kann man sagen, eben, ich brauche jetzt zum Beispiel den Raum ASZ für das und das Datum in dieser Zeit. Genau. Da habe ich noch. Ah, genau, ja. Und es gibt eben, wie gesagt, auch Gruppen. Also es gibt zum Beispiel die Gruppe Autonome Schule Zürich. Dort kann man dann einen Kurs oder auch eine Veranstaltung mit einer Gruppe, das ist eine Art Label oder so. Genau, man kann diese einfach einer Gruppe zuweisen und dann kann man eben einfach alle Kurse von der Autonomen Schule Zürich jetzt anzeigen. Und ein Kurs kann auch mehrere Gruppen haben mit hier auch Webdesign, der auch zwei Gruppen hat. Genau. Also so soll man auch die Möglichkeit haben, als Organisation einfach den eigenen Kalender halt auf Openki zu verwalten und anzuzeigen und das aber trotzdem halt mit den restlichen Kalendern eigentlich vernetzt und oder integriert ist einfach in den restlichen Kalender. Und für Gruppen gibt es auch noch die Möglichkeit, wie jetzt hier an der ASZ wird das zum Beispiel auch benutzt, die Kurse in einer anderen Ansicht, also die Veranstaltungen in einer anderen Ansicht anzuzeigen. Zum Beispiel jetzt hier in der Kiosk-Ansicht, die man für einen Infobildschirm, wie jetzt hier am Eingang gebraucht wird, gebrauchen kann. Und dort wird dann einfach, also eben dort werden jetzt, heute hat es jetzt keine Veranstaltungen, die momentan stattfinden, aber es wird dann angezeigt, halt wie auf einem normalen Infobildschirm, jetzt gibt es diese und diese Veranstaltung, findet jetzt statt. Und ja, und es gibt auch noch eine Möglichkeit, einen Stundenplan aus den Veranstaltungen zu erstellen. Also wo man dann einfach eine konventionelle Stundenplanansicht hat, die man auch zum Beispiel auf einer Webseite einbinden kann. Und wir versuchen so einfach auch für Organisationen, wie jetzt eben die Autonome Schule Zürich, ein Werkzeug zu bieten, dass sie ihre Veranstaltungen und Kurse sinnvoll verwalten und einbinden können. Genau. Ja, vielleicht noch von der technischen Seite her brauchen wir Meteor, ein JavaScript-Framework, das ja ziemlich stark in Entwicklung ist und ja, sonst gibt es eigentlich nichts mehr groß zu sagen.